jedes Mal, wenn Weihnachten für den Dürster dreht mein Mutter schier dürfe freit, wie dass sie diese Dinger hier köpen kann. Du begiftet dir das hele Jahr über auf dem Markt. Mein Eltern wart mir bloß zur Weihnachts- und Adventstid. Also bei uns. Also von mir Mutter. Ich kann mit diesen Dingen an und für sich nichts anfangen. Naja, in don't. Der 3. Dezember ist der Dach von den Domino Stains. Stains! Ich mein, wieso hält die Stains? Das sind doch Würfel, das kann ich doch sehen. Hier, kannst doch wunderbar mit Würfeln. Erfunden hätte diese Würfel der Dresdner Schokolatier Herbert Wendler in Jahr 1936. Day hätte damals eigens bloß Luxuspralin für ganz rieke Lü mit tüchtig wat an Hacken mockt. Man mit diese Domino-Stains do wohlhin auch Kunden für sich gewinnen, die nicht so viel Dummkraft hebt. Der Domino-Stain, die wären tiet lang so günstig im Zweiten Weltkrieg, du hättest sie ihm sogar als Notpraline betägt. Der giftige Volü, der könnt en verbind zwischen den Domino-Stain und den heiligen Stefan sehen. So, der heilige Stefan, das wäre schon der erste christliche Märtyrer, ne? Und nu pass auf, dat hier, das sind schon Domino-Stains. Und den heiligen Stefan, den hebt sie mit Stains dummzmecken. Und dann ist das hier schon auch noch ein Lebkuchengebäck. Und die Lebkuchen, das wäre auch früher ein Fastengebäck. Und dat hier, dat stunden für den bildern Tod von den heiligen Stefan. Und die Schicht do über das sollte geglitschen, ne, das Fruchtgelee, das sollte krumm. Dei stun für den Heiden, in den Heiden kommen ist. Und dat do böver, das düste von das Ganze, Parsipan oder Marzipan mit der feine Schokolade über, dat werden die Krönung von allens. Der heilige Stefan, der hat sie Nomsdach am 2. Weihnachtsdach, am 26. Dezember. Wenn du mich fragst, Lü, der ein Verbind zwischen ein Domino-Stain und den heiligen Stefan seht, das sind einfach bloß Leckersnuten, der nun golden Grund sögt, an zwei Doch in Jour, nämlich am 3. Dezember und am 26. Dezember Domino-Stains zu eten. Was mir an diese Domino-Stains gefällt ist, ne? Die sind so säut. Wenn du nur ein von isst, ne? Man hast einen dummen Grund, noch ein Buddel Bier zu trinken. In diesem Sinne, Leute, das schmecken.